Ja, wieder mal hallo vom Zentrum Yoga. Die Wahrheit ist manchmal bitter und ernüchternd. Der Mensch, gefangen in seinen Illusionen, glaubt ja immer viele Dinge und alles ist gut für viele Menschen oder alles ist schlecht für viele Menschen. Ich brauche das Schlechte nach dem Motto. Sagt das Unterbewusstsein, dir darf es nicht gut gehen, dir geht's so schlecht, dir fehlt dies, dir fehlt das. Und dann geht man zu einem Coach oder Therapeuten, der sagt dann, hey, schau mal, schreib mal auf, was dir nicht passt im Leben, was scheiße ist. Schreib dir mal auf der anderen Seite auf, was du alles schon kannst, was du gelernt hast, was du hast. Und dann ist es ernüchternd manchmal, was man schon alles kann. Erstaunlich. Oder auch Krankheiten. Dann geht man zu einem Therapeuten und der macht eine Analyse und spricht mit demjenigen. Und dann sieht man, die Krankheit hat einen Gewinn. Mehr dazu auf dem entsprechenden Video auf meinem Kanal. Krankheit hat einen Gewinn. Jetzt weiß ich, warum ich immer krank bin, warum ich Schmerzen da und da habe. Dann kann ich da und da nicht hingehen. Dann muss ich da nicht hingehen auf die Arbeit, weil meine Bandscheibe ja wehtut. Und dann denkt man, ah, ich gehe eigentlich gern auf die Arbeit, aber ich kann halt nicht wegen der Bandscheibe und den Schmerzen. Und dann filtert der Therapeut heraus, hey, du willst gar nicht mehr auf die Arbeit. Oh. Und schon hat man als Therapeut das Bild zerstört. Und das ist für manche ernüchternd. Jetzt habe ich ja Schmerzen, weil ich nicht auf die Arbeit will. Wenn ich meine Schmerzen loswerden möchte, müsste ich die Arbeit verändern. Und das ist mühsam, ernüchternd, anstrengend. Auch in Beziehungen. Man kriegt irgendwelche Erkrankungen, Probleme und merkt stattdessen gar nicht, dass die Beziehung nichts mehr ist. Und wenn man das dann feststellt, vielleicht sagt die Freundin mal irgendwas, hey, guck doch mal, das passt doch gar nicht mehr und so weiter. Oder andersrum, man geht zum Therapeuten, der sagt es einem dann oder irgendwann wird man dahin geführt, dass man es erkennt und dann, oh, ja, was mache ich denn jetzt, wenn ich mich trenne? Geht ja gar nicht, weil wir sind schon 30 Jahre verheiratet, wir haben ein Haus, wir haben dies, wir haben das und blablabla. Das gibt so viel Aufwand und es ist ernüchternd. Was man da vielleicht hat man das schon 10, 20 Jahre gehabt, nach 30 Jahren dann herausfindet, ist nichts mehr. Das ist ernüchternd. Natürlich ist das ernüchternd, aber es sind neue Wege. Und das ist eben so ein Thema. Erkennen. Und die Wahrheit ist dann eben öfters. Die Wahrheiten, die einen richtig weiterbringen, sind oft sehr schmerzhaft und ernüchternd. Wenn man in der Not ist, wie viele Freunde hat man dann noch wirklich? Bei Facebook waren es 5.000, im Umfeld hat man gedacht, vielleicht 50. Und wenn man in der Not ist, hat man plötzlich nur noch zwei, drei oder gar keinen mehr. Das ist ernüchternd. Doch wenn es jemand von außen sagt, hey, guck mal, das ist nicht so, wie du denkst. Die Freundin sagt der anderen Freundin so und so, guck mal, hey, was ich sehe. Aber man selber will es oft gar nicht sehen und sagt auch, du bist ja blöd und so, was erzählst du mir da für ein Zeug, ich liebe doch den und den. Aber manchmal ist es eben nicht so. Die Wahrheit ist ernüchternd. Manche Menschen wollen die Wahrheit nicht sehen, nicht hören, nicht fühlen und blockieren dann eben. Ja, das muss so sein, das ist so. Vielleicht so wie ältere Menschen so ihren Weg gehen, schnurstracks, so wie man es damals gelernt hat, ist okay. Aber heutzutage ist man doch recht aufgeklärt, dass man im Leben was verändern kann und auch oft muss. Ja. Die Wahrheit ist ernüchternd. Oder wenn vielleicht manche Menschen denken, oh, mein Kind ist ja super toll in der Schule, das lernt ja immer. Aber merkt gar nicht, dass das Kind da gar keine Lust dazu hat. Es macht es nur, um die Eltern zufriedenstellen. Und wenn das Kind dann sagt, ich will nicht das lernen, das macht mir doch gar keinen Spaß, dann ja, wie, was? Wir haben
immer gedacht, dass. Oder Kinder müssen ein Instrument lernen und so. Man denkt sich nichts Böses dabei, ja, muss nicht bewusst jetzt immer alles sein. Aber so, man unterliegt oft einer Illusion, ja, das ist so, das ist gut so. Und wenn dann die Wahrheit rauskommt, ja. Und irgendwann im Leben oder im nächsten Leben oder irgendwann kommt immer die Wahrheit raus, egal was man tut. Und auch wenn man die Wahrheit unterdrückt, nicht wahrhaben will, die göttliche Kraft sieht alles, kann man nichts tun. Und es wird alles irgendwann hervorkommen. Manche wollen Wahrheiten, dass sie bestimmte Dinge im Leben nicht mehr wollen, aber irgendwie das Gefühl haben, ich muss da weiter, weiter, weiter. Oder der Manager 20 Stunden arbeiten, ja, ohne mich läuft das nicht und ich muss immer auf die Arbeit. Und dann geht man zum Yoga, oh, um sich zu entspannen, mal 10 Minuten. Und dann sagt die Yogalehrerin, ja, Sie müssten sich mehr entspannen. Ja, wie? Ich muss arbeiten, ich muss das und das Geschäft muss laufen, weil sonst. Blablabla. Ja, und dann kriegt man einen Herzinfarkt. Gerne Mann kriegt den Herzinfarkt. Und dann erkennt man ernüchternd, boah, mein Lebensweg war ja nicht so überragend. Oder wenn die Trennung kommt, ach, ich hätte ja doch weniger arbeiten sollen, mehr zu Hause sein sollen. Die ernüchternde Wahrheit. Die Frau hat es vielleicht 20 Jahre lang immer gesagt, jede Woche, komm doch mal heim, wir brauchen dich auch. Aber man sieht es nicht, will es vielleicht nicht sehen, kann es nicht sehen. Im Endeffekt spielt es keine Rolle, denn die Wahrheit wurde irgendwie nicht erkannt, nicht gesehen, unterdrückt. Und viele Menschen heutzutage, wenn man die moderne Gesellschaft anschaut und sagt, das und das ist nicht in Ordnung, sagen wir das Schulsystem, das Gesundheitssystem, manche gucken da nicht hin, gucken weg, unterdrücken die Wahrheit. Doch wenn man genau hinschaut, sieht man, das ist ja scheiße. Man könnte viel mehr tun. Aber es muss ja weitergehen. Die Wahrheit ist ernüchternd. Aber wie gesagt, wenn man mit Übungen im Yoga zum Beispiel oder anderen Techniken die Wahrheit hervorholt, dann tut sie weh, dann ist sie schmerzhaft. Somit ist eine Entwicklung des Menschen nicht Wellness und alles Peace und Om, sondern es ist anstrengend. Wie das Kind sich entwickeln muss, ist anstrengend. Muss lernen, muss wachsen, muss essen. Normal. Doch im Leben erkennt man oft, dass die wirklich schmerzhaften Dinge einen wirklich weiterbringen. Und das will man oft nicht. Das ist menschlich. Man will keine Schmerzen haben. Körperliche Schmerzen möchte man nicht unbedingt haben. Deswegen drückt man sie weg oder bearbeitet sie. Aber die seelischen sind noch viel schlimmer. Die Wahrheit, die raus will. Die Seele möchte ihr Lebenspotenzial ausleben, aber darf nicht, weil das Ego sagt, ja, wir müssen das. Die Gesellschaft sagt, so und so muss das sein. Und man hat immer diesen Widerstreit. Und dann drückt man es lieber weg. Aber wenn man an sich arbeitet, kommt irgendwann immer das Wahre hervor. Und dann kann man etwas im Leben verändern. Ja, und alle, die dann enttäuscht sind, die Wahrheit kommt an die Luft, an die Oberfläche. Yoga zum Beispiel ist nicht Wellness. Spiritualität ist nicht immer Wellness. Zum Schluss irgendwann, wenn man erleuchtet ist, ist es bestimmt Wellness, ich weiß nicht. Aber der Weg dahin ist nicht immer eben, sondern bergig, steinig. Und dann hat man natürlich auch mal schön Gras unter den Füßen, kann barfuß laufen. Es gehört alles dazu. Doch je mehr man sich um die Wahrheit bemüht, desto besser kommt man voran. Überhaupt kommt man dann voran, weil wenn man immer nur an einer Illusion lebt, ah, die Familie, alles passt, habe ich früher auch immer gedacht bei manchen, oh, die passen gut zusammen, oh, alles gut, oh Mann, die haben alles, was sie wollen, was sie brauchen. Tja, und dann zum Schluss war es doch nicht so. Oder der Sportler, der 50 Mal Weltmeister geworden ist, trainiert hat, gut ausschaut, erfolgreich ist, berühmt ist, sagt dann vielleicht irgendwann, ja, eigentlich wollte ich das gar nicht machen. Ja, und mit diesen Worten ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Abonniert gerne meinen YouTube-Kanal Markus Ritz Zentrum für Yoga, mittlerweile über 1500 Videos. Hinterlasst gerne gescheite Kommentare, nicht über mein Aussehen. Das interessiert mich einfach auch gar nicht, sondern über die Inhalte, dass man sich hier austauschen kann und andere Menschen auch
alle Menschen, viele Menschen davon profitieren können. Ciao, ciao.